Oh, ich glaube, ich habe die Spezies jetzt langsam ausgerottet. Ich sehe gar keine mehr. Ah doch, da hinten sind noch genug. Okay. Solange hier noch genug sind, dann kann ich sie unbeschwert alle töten. Ohne schlechtes Gewissen. So. Ich glaube, wir können unser Haus jetzt schon wieder erweitern. Einfach mal so. Und zwar möchte ich mein Haus jetzt in die Breite bauen. Zunächst baue ich hier ein paar Schaufeln. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Hier, Schaufel. Oder soll ich ein Portal bauen? Nee, für ein Portal brauchen wir einen Keller. Und ich möchte mein Portal nur in einem Keller bauen, weil mitten in der Oberfläche ein Portal bauen, das sieht kacke aus. Hä? Achso, das waren die Schafe, ne? Ich dachte schon, das war hier Brian, der mir gerade im Block platziert hat. Ne, ich hab so vielleicht eine Fantasie. Aber gut. Ja, ich baue mein Haus jetzt mal so lang, aber zunächst soll ich vielleicht die Seeds abbauen. Asiatische Musik, willkommen. Ne, Quatsch, das ist italienisch. Ich glaube nicht, dass sie hier vielleicht eine Haus bauen können. Ich glaube, ich baue jetzt eine Mauer, eine größte Mauer über mehrere Kilometer weit über China. Alright, ich glaube, ich habe jetzt das ganze Siedel weg abgebaut. Jetzt muss ich vielleicht die ganzen Eldblöcke abbauen und euch ein bisschen unterhalten. Okay, über was quatschen wir denn jetzt? Letztes Thema hatten wir ja Rauchen, ne? Oh, Smoke Weed. Was reden wir denn jetzt? Ich höre ein bisschen was über meinen Tag. Nee, das ist glaube ich sehr uninteressant, was ich gestern gemacht habe. Wahrscheinlich. Aber ich kann sagen, ich habe gestern einen Harlem Shake gemacht. Also mit der Schachjugend vom TSV Ornstetten. Also von meinem Schach, von der Schachjugend, da bin ich ja der Jugendleiter. Und ja, da habe ich mal einfach so aus Jux beschlossen, machen wir mal einen Harlem Shake. Call out der Lita. Hier sind immer noch ein paar Seeds, unglaublich. Ich glaube, wir reden mal über Wählen. Ja, Wahlen sind ganz gut, also ich habe bis jetzt noch nie gewählt, aber ich darf dieses Jahr. Dieses Jahr ist ja Bundestagswahl, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, ich interessiere mich null für Politik und ich kenne mich auch null über Politik aus. Das Einzige, wo ich mich interessiere, sind Länder und so. Das ist das, was ich lieber mag als Politik. Also, welche Partei wählt ihr eigentlich oder würdet ihr wählen, wenn ihr, wenn ihr wählen dürft oder wenn ihr wählt, ne? Das ist wieder total scheiße formuliert, ich weiß. Aber welche Partei würdet ihr wählen, wenn ihr wählen dürftet, falls ihr noch nicht wählen dürft? Und welche Partei wählt ihr, falls ihr wählen wollt oder dürft? Ich glaube, so ist es richtig formuliert. Ich werde mich zu meiner Partei nicht äußern, die ich wählen will. Ich glaube, das ist eine Privatangelegenheit. Ich glaube, das machen auch viele von euch. So, ich glaube, ja, gut. Jetzt habe ich euch unterhalten und jetzt haben wir auch die Erde abgebaut. Aber ich glaube, das Haus sieht dann etwas breiter aus, kann es sein? Ach was, das sieht ganz gut aus. Wir können es ja hier noch ein bisschen erweitern, wenn wir hier noch ein paar... Nee, das sieht dann nicht gut aus. Aber wenn wir hier vielleicht Erde platzieren und dann so einen Balken oder so zum Halten bauen, dann sieht das ganz gut aus, würde ich sagen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall baue ich jetzt... Na, wo habe ich denn noch ein paar Steine? Hier, genau. Wir haben gar nicht mehr so viele Steine, sehe ich gerade. Oder haben sie alle in der Box gelagert? Das schaue ich mir jetzt an. Na, geht's euch gut? Hey, habt wieder neue Wolle. Cool. Wo ist denn der andere? Ach, da oben auf meiner Truhe. Okay. Runter. Ah ja, genau. Das sind noch ein paar Steine. Sehr schön. Ich habe auch keine Ahnung, für was wir jetzt die gemeißelten Steine verwenden werden. Und jetzt wird's nachts, juhu. 3, 4, 5, 6, 7, verdammt, 8. Hier muss ich noch ein bisschen Erde hin platzieren.
baue es jetzt erstmal so. Wir können hier einen Stutzbalken noch hinbauen. Wie gesagt. Das sieht dann gar nicht mal so schlecht aus, glaube ich. Schon wieder asiatische Musik. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, zweimal gezählt ist gut. 8, Moment, ich will jetzt hier 20 Blöcke platzieren. 8 haben wir bereits, das heißt 20 minus 8 sind 12. Ich muss jetzt also runtergehen auf 8 Blöcke, glaube ich, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Juhu. Passt genau. Ja, ihr seht schon, das wird ein großes Haus. Dann bauen wir hier noch die restlichen hin. Zack. Und hier bauen wir dann das Ende hin. Sieht irgendwie dann später aus wie eine Mauer wahrscheinlich. Kann ich mir vorstellen. Naja. Halt, Moment. Hier können wir ja wieder ein paar Stämme hinbauen. So ein paar Baumstämme. Renn um dein Leben und öffne die Kiste. Und nimm das raus. Und das auch. Okay. Okay, jetzt kommt die Römermusik. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen leise jetzt. So, jetzt. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Au! Ah! Dann kommt das hier weg. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, und jetzt. Jetzt kommen die... Ah! Steinziegel hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, reichen tun die jetzt nicht mehr. Aber wir können ja noch ein paar braten. Verdammt, ich brauche echt Kohle. Wir können natürlich auch zurück nach Hause. Wir haben jetzt einen Spawnpunkt. Wir können uns ja jetzt ein improvisorisches Portal bauen, das wir dann später wieder abreißen können. Ich glaube, das mache ich. Oh Gott, ich werde sehr viel Strecken laufen müssen. Ich brauche 10 Lavablöcke jetzt dann. Ah, was wollt ihr? Nein, ihr kommt nicht raus. Ihr werdet meine Gefangene sein für immer. Und mir immer Wolle geben. Bis ich euch nicht mehr brauche und euch dann abschlachten werde. Ja, das, ihr seht, das wird ein großes Haus. Wir können es ja noch ein bisschen verschönern am Schluss, aber zunächst bauen wir erstmal das Grundriss. Einrichten tun wir es dann später. Erstmal kommt die Grundform. Und die besteht halt aus Stein. Hier ist schon wieder eine blöde Kuh. Gut, ich möchte das Haus hier dann später hier noch weiter erweitern. Einmal noch erweitern. Hier um 10 vielleicht sogar noch. Dann möchte ich es hier weiter um 5 nach oben bauen. Und hier baue ich dann später einen Turm hin, hier seitlich. Und dann hier auch seitlich. Also ihr seht, das Haus, es wird riesig. Ja. Gut, was ich jetzt machen möchte. Boah, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen möchte. Ich glaube, ich schaue mal nach meinen Karotten. Und die sind gewachsen, oder? Sind die reif? Sind noch nicht reif, oder? Ich kenne mich mit Karotten nicht aus, wann die reif sind. Aber ich glaube, die müssen noch einmal wachsen. Ja, das wird man später schon erfahren. Okay. Was jetzt? Ich glaube, ja, ich mache mir jetzt ein Portal.
damit wir unsere Welt ein bisschen verbinden können. Nee, du kommst hier nicht raus. Habt ihr neue Wolle für mich? Du hast neue Wolle. Brav. Brav. Sklave. Arbeite weiter und beschaffe mir mehr Wolle. Oi, du bist gewachsen. Gut, dann können wir sie jetzt... Ach, verdammt, wir haben nur einen Weizen. Das reicht nicht, um sie zu vermehren. Du gehst jetzt weg. Runter da. Ein Ausbruchsversuch ist zwecklos. Schleimbälle. Die könnten wir eigentlich mit den Pistons kombinieren, die wir vorhin gesammelt haben. Wo sind denn die Pistons eigentlich? Ich wusste gar nicht, dass ich Schleimbälle dabei habe. Na, wo sind die Pistons? Da sind die Pistons. Okay. Ne, es sind keine Pistons. Das sind... Achso, die sind bereits verklebt. Okay. Damit können wir einen Geheimgang bauen für unseren Portal mit den Pistons. Ich glaube, ich baue mir jetzt einen Keller. Ich weiß auch schon, wo ich den haben möchte. Erstmal möchte ich natürlich ein bisschen Schaden bekommen. Das geht ja gar nicht. Du hast ja bereits einen Schaden. Was? Das habe ich jetzt mal überhört. Und ein kleiner Leck. So, ich glaube, das Haus, ich meine in den Keller. Möchte ich, wenn es geht, also wir bauen hier unser Haus später noch hier weiter. Das heißt, ich möchte den Keller ungefähr hier haben. Hier an der Ecke. Und zwar genau... Erstmal muss ich abzählen. Ich glaube, da mache ich gleich einen Grundriss aus Erde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reicht genau. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5. Blöde Kuh, geh weg. Danke. 6, 7, 8. Ich glaube, die weiß schon, was ihr blüht, wenn sie nicht weggeht. Okay, ja, das sieht ganz gut aus. Hier können wir später noch so eine Leiter nach oben bauen. Sieht ganz gut aus. Ich glaube, das sage ich jetzt schon zum 100. Mal. Aber es stimmt ja auch. Gut, dann baue ich hier an der Ecke jetzt den Keller hin. Jetzt brauche ich ein paar Leitern. Jetzt brauche ich ein paar Leitern. Und schon wieder habe ich gesungen, obwohl ich nicht singen wollte. Super. Egal. Jetzt brauche ich Holz. Wo ist das Holz? Hier ist das Holz. Und jetzt 1, 2, 2, zack, 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 zack. Zack, zack. Okay, und jetzt war... Na, ich glaube, ich baue jetzt zu viele Leitern. Kann das sein? Egal. Ich glaube 6 oder... Machen wir 9. 9 ist sicher... Da muss ich nicht extra zurückgehen und mehr neue craften. So, 9 sind gut. 9 sind perfekt. So. Verdammt, hier geht's nicht weiter. Hier ist alles im Weg. Okay, dann müssen wir halt außen rumlaufen. Aber zunächst. Na, Sklaven, habt ihr neue Wolle für mich? Ja, du hast. Sehr schön. Und du auch. Gut, 20 Wolle habe ich. Wir brauchen 81 insgesamt, weil das ein...